Tuska ist ein Pokémon mit dem Typ Pflanze, existiert seit der dritten Spielgeneration und kann sich zu Noctuska weiterentwickeln. Tuska besitzt einen kugelrunden, hellgrünen Körper mit dunkelgrünen Dornen, welcher an einen Kaktus erinnert. Der Bauch und der Rücken sind jeweils mit drei dunkelgrünen Rauten verziert. An den Seiten wachsen zwei lange, dicke Arme und auf dem Kopf befindet sich eine gelbe Krone, die einer Blume gleicht, welche einen starken Duft versprühen kann. Das Gesicht wird durch zwei schwarz umrandete Augen und einen Mund, welcher aus fünf Löchern besteht, definiert. Hierbei sind die mittleren Löcher größer als die äußeren. Und in der Shiny-Form ist es beige gefärbt. Die mittelgrünen Elemente werden Sienna-braun. Tuska ist ein wenig robustes und eher langsames Pokémon, welches sich jedoch durch hohe Angriffsfähigkeiten auszeichnet. Es ist ans Leben im Wüstensand angepasst und kann Sandstürme hervorrufen oder Gegner mittels Sandwirbel blenden. Gegnern rückt es mit Hieben seiner dornenbewehrten Armkeulen und Attacken wie Nietenranke oder Tiefschlag zu Leibe, kann jedoch die Dornen auch abfeuern und aus der Ferne mit Nadelrakete oder Energieball Feinde bedrängen. Die meisten Exemplare weisen die Fähigkeit Sandschleier auf, welches ihnen ermöglicht, sich in Sandstürmen zu verbergen, wo sie schlechter getroffen werden können. Bei anderen zeigt die Eigenschaft, Wasser im Körper zu speichern, sich in der versteckten Fähigkeit Absorber, welche Wasserattacken wirkungslos macht und Tuskas Kraftpunkte wieder auffüllt, sobald es von einer getroffen wird. Tuska wählt die sandigen Dünen, wüstenartige Gebiete wie der Route 111 in Hönn als seinen Lebensraum. Durch die lebenswidrige trockene Umgebung hat es die Fähigkeit ausgeprägt, seltenes Regenwasser seinem Körper zu speichern, um bis zu einem Monat lang ohne Wasser auszukommen. Einmal pro Jahr erblüht die Blume auf seinem Kopf, welche umso schöner und duftender wird, je trockener Tuskas Umgebung ist. Die Blüte verströmt einen starken und sehr angenehmen Duft, welcher Beute anlockt. Diese erlegt Tuska mit kräftigen Hieben seiner dornbewehrten Arme oder indem es die Dornen auf das Gegenüber abfeuert. Dabei ist Tuska der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich auf Level 32 zu Noctuska weiterentwickeln. Der hellgrüne, an einen Kaktus erinnernde Körper, welcher mit dunkelgrünen Dornen ausgestattet ist und das hauptcharakteristische Merkmal von Tuska darstellt, wird nach der Entwicklung beibehalten. Das feuerrundliche Pokémon wächst und seine Statur wird humanoid. Vor allem die Beine gewinnen deutlich an Länge und ermöglichen Noctuska die langen Reisen, welche es bevorzugt in der Nacht antritt, da es zu dieser Zeit keine Feuchtigkeit durch die in der Wüste herrschende brennende Hitze verliert. Bei der Entwicklung gewinnt das Pokémon den Unlichttypen hinzu. Mit seinem Typen nimmt es halben Schaden gegen Boden, Wasser, Pflanzen und Elektroattacken. Es sei denn, es hat die Fähigkeit H2O Absorber, dann wird es immun gegen Wasserattacken. Doppelten Schaden nimmt es gegen Flug, Gift, Käfer, Feuer und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.